Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die hier auf diesem Kanal in der letzten Aufnahme dieser einen Session. Und welchen Tag haben wir eigentlich? 18. Jo, passt. Ja, hallo auch von uns. Wir sind auch wieder mit dabei, auch wenn der Asak das vergessen hat, jetzt gerade voll vergessen, die Ansage verkackt. Ja, hier ist euer Verlaine. Gustman ist auch da. Ja, ich bin auch da. Moin, moin. Also ihr hört's, Gustman und Verlaine sind wieder mit am Start. Ja, wie ihr schon gehört habt, ist der Hab ich überhaupt irgendwen gegrüßt? Ja, ne? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Voll das Kurzzeitgedächtnis, ja. Gedächtnis also, wie eine Stubenfliege, gar nichts. Wie er schon gesagt hat, ist die letzte Session dieser, letzte Aufnahme dieser Session, deswegen, nachdem er fünfmal anmoderiert hat, denke ich, wenn es irgendwas zu Routine noch mal vergisst. Oh Mann. Ja, wir haben eigentlich jetzt für Vorräte gesorgt und stellen Treibstoff her, wie blöde. Gutes Ergebnis bisher. Das heißt, uns fehlt Alkohol. Alkohol läuft hier durch. Packe ich gerade in die Kiste. Und für den Alkohol brauchen wir natürlich Wasser. Das ist hier durchgelaufen. Das packe ich hier rüber. Kann ich Alkohol herstellen? Ich glaube nicht, weil dafür brauchen wir... Ne, für Alkohol? Das geht ohne Rezept. Brauchen wir dafür nicht das Kornmehl? Ja, musst du halt aus Mais machen. Ist noch Mais da? Ja. Ich mach mal Kornmehl. Ich hab doch auf dem rechten läuft doch Alkohol. Auf dem rechten läuft. Auf ja, dem rechten Herd läuft Alkohol. 1:21 Alkohol, genau. So, jetzt kann ich Rezepte. Dann machen wir nach dem Pulver im Anschluss direkt das nächste. Pulver haben wir da wieder. Das läuft. Haben wir hier Clay? Das läuft, Mann. Das läuft und wie das läuft. So, haben wir denn noch Zement? Zement. Kann sein, dass wir da noch ein bisschen machen müssen bald. Concrete Mix. Ja. Weil ich wollte eigentlich in zweiter Höhe Beton ziehen. Und das ist nur bis hierhin. Also werten wir auf. Es fehlt daran. Okay. Da haben wir doch. Das fünf. Muss man von außen ansehen. Muss nur die Woodframes wieder einsetzen, sonst hänge ich in unseren Stacheln drin. Das wäre super blöd. Okay, ich muss in den Innenbereich. Ah ja.
Okay, das fehlt. Dafür brauche ich, glaube ich, Steine. Und Clay. Cobblestone Rocks. So. Auf ein neues. Jetzt fehlt mir der Concrete Mix. Eieiei. Irgendwas ist immer. Konkrete Mix. Konkrete Mix und dafür brauche ich wahrscheinlich Gravel. Zement habe ich, aber kein Gravel. Und dafür nehmen wir auch mal den Tausenderstein und dann brauche ich neu Zement. Zement wird hier nicht hergestellt, aber jetzt. So, das Wasser kommt hier wieder zurück. Hier ist die Produktion beendet. Antibiotika haben wir 12. Das ist ja auch sehr geil, oder? Ja, schöner Vorrat. Erhöhe ich gleich nochmal. Jetzt noch mal 6 dazu. Das kommt dazu. Kornmehl habe ich hergestellt und zusammen mit Wasser, glaube ich, ne, müsste das Alkohol ergeben. Ja. Grain Alkohol. Hätte mir noch 20 übrig. So. Ein bisschen produktiv hier sein. So, wir wollen 500 Steine umwandeln in Gravel. So, da stellen wir Gravel her. Danach machen wir daraus Zement und ab die Post. Geht's weiter an den Ausbau. Sicherheit ist wichtig. Das dauert jetzt natürlich. Wie schön wird es erst, wenn wir eine Kettensäge oder einen Bohrer haben. Dann brauchen wir natürlich auch wieder wahnsinnig Sprit. Oh ja. Aber das wird dann cool. Auf jeden Fall. Setzen wir jetzt alle mal. Das, das müssen wir natürlich die jetzt reparieren. Das ist aber kein Alkohol. Was du hier kochst. Das wüsste ich. Das ist Alkohol. Ich habe Alkohol in Auftrag gegeben. Ja, und warum wird gelber Tee gemacht? Ja, den habe ich auch in Auftrag gegeben. Der Alkohol ist schon fertig dann.
weiß zwar nicht, wo er hin ist, aber wenn er nicht da ist. Was? Marc, hast du den Alkohol weg? Nein. Das guck's mir an. Ja, der Alkohol ist doch da, 83. Hinten dran. Ja, klar. Eins nach dem anderen. So. Ja, ich dachte, du hättest eine Pfanne dran. Nee. Schon gut. Alles in Ordnung. Ja, alles gut. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Oder bei diesem Klassiker von Loriot, ne? Kalbshaxe Florida, sage ich da nur. Lassen Sie doch mal das Kind nach vorne. Das ist so ein geiler Klassiker. Herrlich. Kalbshaxe Florida. Ich habe auf dem Boden gelegen. Oh Mann. Ich hau unten mal unsere Barrikade weg und zieh da mal ein bisschen was Dickeres ein. Sehr gerne. Wundere mich die ganze Zeit, warum kriege ich nichts Gekräftetes raus, aber er ist ja am Bauen. Hast du eine Warteschlange, ja klar. Aber genau. Ich freue mich schon direkt auf die Workbench, muss ich sagen. Ja. Ich denke auch, wahrscheinlich die Heatmap noch ein Stück weiter nach oben treiben, aber das ist ja egal. Davon gehe ich eigentlich auch aus, ja. So als zum Ausgleich, dass du halt mehr craften kannst. Ja. Aber ich meine, gerade wenn du alleine spielst, ist es natürlich ein super limitierender Faktor. Ja. Gerade am Anfang, wenn alles ewig dauert, weil die Skills so niedrig sind. Mhm. Das denke ich auch. Skills. Du hast du keinen Skill, Alter. Genau. Alter, learn to play. Und wer will schon ohne Skill rumlaufen? Ach, guck mal, ich kann Punkte vergeben. Was denn? Müsste ich auch mal wieder machen. Das war schon. Aber die Hunting Rifle ist, ich bin schon auf Rifle 18. Ah, okay. Ja, häufig halt benutzen. Genau, als benutzen. Immer schön benutzen. Die ist auch wirklich schön genau. Ja, das gefällt mir auch. Mit der kann man was reißen. So, ich werde mal hier unten Iron Bars zwei Stück einziehen, dass man wenigstens mal rausschießen und rausgucken kann. Oh, gute Idee. Wo? Im unteren Stock, da wo die Küche ist. Was, wo die Küche ist? Ja. Und ja, wir haben eine Küche. Geheul in der Nacht. Ja, nur noch 2 Tage und da kommt die erste ordentliche Horde, ne? Richtig. Dann ist es mal gar nicht schlecht, dass man hier so ein bisschen kleinere Ausbauten macht. Obwohl ich immer noch denke, die kommen nicht mal in den inneren Zirkel.
Geschweige denn ins Haus rein. Also da bin ich mir echt sicher, dass wir das hinkriegen. Ja. Was ich gerne sehen würde, wären die Zombiebären. Ich nehme ja an, dass die dann mit der großen Feralhorde kommen. Nehme ich auch an, ja. Da hätte ich schon Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch noch keinen gesehen. Ja, noch nicht ansatzweise. Wenn die Gerüchte stimmen. Bisher habe ich noch gar keinen gesehen, der davon berichtet hat. Ja, selten eigentlich. Also ich kann mich jetzt auch nicht direkt erinnern. Aber ich habe auch noch keinen gesehen, der sozusagen schon bei der dritten, beim dritten Hordentag ist. Na. No. Also ehrlich gesagt, es kommt mir gar nicht so vor, als ob wir so auf einer hohen Spielstufe mit so brutalen Einstellungen sind. Merkt ihr es irgendwie keinen gewaltigen Unterschied? Gut, oder wir haben uns schon so dermaßen dran gewöhnt. Ja. Also, sagen wir mal so, ich für meine Person kann sagen, dass ich häufiger sterbe als vorher. Ja, aber merkst du, dass es auf so einer brutalen Stufe ist, oder ist... Nö. Läuft doch alles, wie es sein soll im Moment. Ach, kein Zement mehr. Eieiei. Wo ist der Zement? Zement mal. Nee. Ja. Ich habe nochmal 300 Patronenhülsen und Bullet-Tipps hergestellt. Falls wir Spaß haben wollen, kann sich auch jeder nochmal. Ich glaube, es fehlen auch 762 Munition, ne? Brauchen wir immer wieder, ja. Ja, ich mach mal einen ordentlichen Schwung. Haben wir denn noch Schwarzfilter? Ja, alles da, alles gut. Marc, ich pack mal bei in den Waffenschrank einen Hut. Oh, die habe ich immer noch nicht gelernt. Ich kann die 762er nicht machen. Kommando zurück. Muss ein anderer machen. Stell ja, wie viel soll ich denn bauen? 150 oder 200 Schuss. Ja, danke für den Hut. Ja, endlich wieder Licht. Ist alles hier drin in den... Munitionskiste. Mhm. 100 Schuss heißt 600 Dings. Ja, dann mach 100 Schuss. Sollen wir die Außenmauer in dem unteren Bereich auch aus Beton machen? Dass die Kriecher und so alles schon mal... Macht, denke ich, Sinn, ja. Oh, schon wieder nix. Hm? Zement, das Konkret mit, das geht mir aus ohne Ende. Ja, muss unglaublich viel. Deswegen habe ich jetzt in allen drei Forges mal Steine am Laufen. Mhm. Weil, wenn man schon Zement braucht, da geht ordentlich drauf. Absolut. Ich hab weder Licht am Kopf. Alkohol ist wieder in der Spritkiste. Na, da ist kein Sprit mehr drin. Was? 4000. Nein, ich meine doch hier im Kämpfer, hier ist kein Sprit mehr. So. Kurze Ich hab wird schon eine kurzatmig. So, hier packen wir auch mal Zement rein. Da habe ich jetzt ambulant gedacht, ich müsste überventilieren gehen. Alles gut. Ja,
wird auch Zement hergestellt. Es könnte eigentlich gleich wieder eine Schreierin kommen, so was hier alles verblasen wird. Das sind ja regelmäßige Gäste hier. Ja. Ah, Stein, okay. Die Grill ist noch nicht leer. Jojo. Sollte ich vielleicht dann doch mal 4 Fackeln haben? Haben wir denn noch Fackeln? 4, passt. Da ist noch drin. Da ist noch ein bisschen drin. Da ist auch noch drin. Ach ja. Alkohol ist wieder in der Kiste. Stehen geblieben. Concrete Mix wollte ich doch herstellen. Concrete Mix. Ja. Fence. So, jetzt haben wir 5000 Sprit. Oh, sehr schön. Sehr schön. Achso, ich wollte ja die Fackeln oben anbringen. Welche Munition brauchen wir jetzt? 762. Wie viel? Out of memory! Okay, ich muss neu starten. Alles klar. Ich hätte mal gesagt 200. Also 100 für jeden von euch, weil ich hab. Mach erstmal nur 100 und wir gucken, wie wir damit hinkommen. Nur 100? Ja. Okay. Da schade, da hätten sie eine Funktion einbauen sollen, dass du auch zehnerweise bohren zurück kannst, weil bei größeren Mengen schon so ein bisschen. War das die 44er? War das? Ja, 44er kann man vielleicht auch ein bisschen herstellen. Die macht auch einen ganz guten Bums eigentlich. Ja. Mach ich auch mal 100 Schuss. Oder werde ich einen Teil mir behalten? So. Tatsächlich.
So. Ich brauche schon wieder Zement, das gibt's doch nicht. Eieiei. Das verschlingt Ressourcen, das ist unglaublich. Ja, gerade Zement dauert eh so ewig herzustellen. Ja. Concrete Mix. Die Explosivpfeile nicht haben? Wenn die Horde kommt, kann es sein, dass ich mir ein paar nehme. Weil in der Kiste habe ich Stapel für euch angelegt. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ist auch nicht vergessen. Ja, ich wollte es auch nicht zum Looten mitnehmen. Ist ja nur wieder ein weiteres Slot, der voll ist. Aber für die Horde werde ich die auf jeden Fall einpacken. Munition ist auch jeweils in dem Stapel, ne? Super. 30 Dings, 44er und 100 für das, 55 für das andere. Ja. Oh, danke, ich hab's gerade genommen. Wie gewünscht. Ja. Supi. Vielen Dank. Entweder fehlt dir Stein oder es fehlt dir Zement. Irgendwas fehlt immer. Sicher. Irgendwas ist schön. Das Mobber da draußen, das soll draußen stehen bleiben? Ja. Willst du mal gucken, ob es überlebt oder was? Da kann nicht viel passieren, außerdem will ich den Sprit da nicht riskieren. Passt schon. Wie sieht's aus? Machen wir noch einen Abstecher in die große Stadt? Jetzt haben wir ja Sprit. Was machen?
Wollte halt gerade mal ein bisschen Holz noch holen. Ja, das können wir auch abends machen. Eigentlich. Es sei denn, du willst nicht mitkommen. Dann. Muss ja. Nicht jeder. Warte, ich komm, ich mach den Baum gerade noch fertig. Oder wollen wir mal in diese neue Stadt, die wir gesehen hatten? Können wir auch mal gucken, vielleicht sind wir da einen geilen Laden. Ja. Das war hier hinten. Ja, das ist auch eine große Stadt. Ich markiere das mal. Hab das mal als neue Stadt abgespeichert, sende euch das mal als Waypoint. Ja, hab's. Warte mal. Ist der gemacht? Ah. Ah. Gibt's ein Problem? Brauchst du Hilfe? Nee. Einfach nur blöd, Treppe runtergefallen. Ich sehe gerade, die Brennzeit der Fences hat sich verkürzt auf 50 Sekunden. Nee, oder? Doch, sie scheint es gefixt zu haben. Ach komm, ey. Für so einen Scheiß haben sie Zeit. Ja, doch. Also müssen wir wieder umsteigen auf Woodframes, ne? Ja gut, in dem Fall wird es jetzt nur noch darauf ankommen, auf die Brenndauer. Also du sparst jetzt wohl nichts mehr. Sind sie draufgekommen? Ja, scheinbar. Ja. Auch die Woodframes jetzt mit 1,40 entspricht den 100 Sekunden, die ich nochmal die 10 ein Stück Holz ausmachen. Ja, dann kann man auch die dicken Holzdinger wieder herstellen. Ja, die haben dann die längste Brenndauer einfach. Genau. Woodlocks. Genau. Überlegen, ich brauche, ich sollte vielleicht Sprit noch mitnehmen. Ja. Sprit nehme ich auch mal mit. Ich glaube, ein Tausender. Aber diesmal nehme ich auch 5 Repair Kits mit. Und ein Tausender Sprit, das müsste reichen. Die kommen dann ins Bike, wo sie hingehören. Okay. Eine Sekunde. Ich muss gerade zum zweiten Mal den Kofferraum von meinem Bike ausräumen. Okay. Nett. Ja. Also ich bin mir ganz sicher, ich weiß genau, ich habe den Kram hochgebracht. Mhm. Das ist alles wieder drin. Das hat wohl irgendwie zurückgepackt. Oder der hat irgendwie den Zustand des Kofferraums abgespeichert. Oh, der wird jetzt nochmal reingeladen, aus irgendeinem Grund. Mhm. Okay. Hast du das Gelump doppelt gekriegt? Ja. Oh, in der Zeit mache ich nochmal etwas nützlich. So oft wie uns der Sprit weggepackt wurde, habe ich überhaupt kein Problem damit, dass du deinen Loot doppelt hast. Yay, doppelt Sand. Toll. Sagt, wenn ihr soweit seid, dann komme ich.
Jojo. Ich muss mal wieder Woodframes herstellen. Oh, was? Neue Stadt speichern. Oh, okay. Hm? Ach, nichts weiter. Was ist los? Ach, Stadt 2 habe ich nicht mehr. Hast du die noch gespeichert? Müsste ich haben. Ja, dann gibst du mir nochmal. Stadt 2. Jo. Also, von mir aus könnten wir. Verlehen, wie sieht's aus? Jo, bin da. Auf die Bikes! Nordwesten. Alles klar. Immer zischelt irgendein Zombie mir ins Ohr. Ätzend. Oh, ich glaube, ich habe eine Sau überfahren. Tatsächlich. Ups. Beginnt schon die Wüste. Schön, schön die Kakteen ausweichen. Wobei sie nicht. Also ich bin mal gegen eingefahren und habe keine Schaden bekommen. Das ist doch gut, das ist doch erfreulich. Schon wieder. Ich baller als gegen die scheiß Steine. Ich habe hier eine Apotheke. Und da hinten ist eine Tankstelle. Cool. Brauchen wir die Apotheke? Ja, vielleicht hätten wir noch so ein Blutabzapfding. Stimmt, und Vitamine wären wichtig. Die geben Wellness. Genau. Jeder muss mal merken, wo seine... wo sein Moped steht. Gäste.
War zum Glück, fallen wenigstens die Häuser nicht mehr zusammen. Ja. Also zumindest hier in der Gegend. Mal komplett, und ich brauche auch wieder Rohre, um die Rohrzange wieder in Gang zu kriegen. Auf dem Dach warst du noch nicht, ne? Nee. Das war schöner Loot. ...44er-Teile habe ich bekommen. Das ist okay. Das ist gut. Eine Apotheke? Okay. Oben auf dem Dach. Man soll immer oben auf dem Dach mal ein bisschen gucken. Ja, gut. Also Mensch. Hinterraum der Apotheke ist noch Zeug, aber das ist. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Na, komm gleich. Na, oh, noch ein Beaker. Geil. Damit haben wir wieder einige Beaker. Ist doch schön. Ja, unbedingt. Ich habe hier ein Haus gefunden mit einem überfluteten Keller. Da gibt es ganz tolle Leckerlis im überfluteten Bereich. Aha. Also safe und sowas. Ja. Dachte, ihr könnt auch in die Apotheke rein. Ich bin drin. Achso. Oh, noch ein Beaker. Echt? Ja. Fett. Das ist nicht meins. Da ist so viel Sand drin. Ist da schon wieder Sand drin? Sand und anderes Zeug, ja. Oh Mann, okay. Das Zeug verfolgt mich. Da schleift jemand was hinter sich her. Oh, ich bin voll. Wo ist das Haus mit dem Keller? Nebenan, das verbrannte.
Ah ja. Ach, das ist so witzig. Hast du alle schon leer gemacht, ne? Nein. Nicht. Ich bin zurzeit gerade in der Apotheke. Im überfluteten Bereich sind Leichen, die wertvollen Shit haben und Safes sind da. Ja. Oh, man ist nur dermaßen Zombie unter Wasser. Hm? Bitte? Munition haben die Leichen gehabt. Ja, haben sie immer. Das ist eine richtig gute Quelle. Jetzt muss ich aber meinen Mut abladen. Ach, die ist offen. Au! Oh, böse Falle. Okay, meine Luft ausreichend. Das ist blöd, dass du nirgendwo siehst, wie dein Sauerstoff aussieht. Mhm, musst du abschätzen. Fuck, ich muss raus. Du kannst in dem überfluteten Keller. Ich weiß, du hast jetzt, du hast zwei Räume. Und in dieser Tür, die nicht mehr da ist, zwischen diesen zwei überfluteten Räumen, da kannst du atmen. Ja. Das ist ja. Ist die Apotheke komplett leer? Ich denke schon, ja. Brauchst du noch Hilfe bei dem überfluteten Haus? Oh, wie fies. Er hat ihn zurückgesetzt. Ja, der setzt ihn einmal zurück. Ich fahr die Stadt mal ab und guck mal, welche Ausmaße die hat. Boah. Na, 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 wird's gehen? Ups. Boah, grad so. Tankstelle. Das rentiert. Naja, war jetzt nicht so üblich, was im Ding drin war, aber. Das ist ja Zufall. Oh, wie wird hier heiß? Ja. Habe ich da angehalten. Scheiße. Ist die Munition auch dabei? Okay.
Aber schön gemacht mit dem Keller. Ja, finde ich auch. Wobei ich dir sagen muss, ich hätte ja hinterhältigerweise, ich hätte ja die Tür weggelassen. Was für eine Tür? Weil die Tür dir erlaubt, das den Safe zu öffnen, einfacher. Hm. Ja, es gibt noch einen Trick, wie man da atmen kann. Sag mir mal lieber, wo mein Moped ist. Ach ja. Hier sind lauter Autos. Ja, ich will mir erstmal die Stadt im Allgemeinen anschauen. Und schauen, ob hier noch irgendwelche Läden sind außer der Tankstelle. Ja, die ist relativ groß, also da stehen nicht viele Häuser drauf, aber ich glaube, das ist schon Ende. Oh. Aber von den Ausmaßen her. Ups. Noch ein paar interessante Häuser. Oh, schön, schön. Hier gibt es auch so ein Haus, was wir in Beschlag genommen haben. Gut. Wo seid ihr? An der Tanke. Warte schon oben auf dem Dach? Ich nee. Nicht. Ach, eine Batterie hätte mir jetzt gefallen. Motoren haben wir einige, Batterien noch nicht. Ah, eine Batterie, wer sagt's denn? Was für eine Güte? Bitte? Was für eine Güteklasse? Guck ich gleich nach. Grün. Ich hab noch ein Enforcer-Magazin gefunden. Für die 44er. Ich kann sie auch schon. Ich glaub, wir können sie alle. Ja, dann? Ja, dann. Eine Hard Metal Door. Juck. Hier irgendwas. 14. Autos zerlegen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Batterie raus.
Hier sind noch Gläser. Ah, kannst du auch nicht mal tragen. Nee. Oh, Hühnchen. Ist das meins? Nee. Was meinst du? Noch eine Batterie hätte mir gefallen jetzt. Ja, das ist schön. Weiter. Mhm. Was weiter? Mehr. Oh. Oh, Kacke. Wo bist du hin? Noch gar nicht weg. Ah, okay. Ich würde erstmal durch die Straßen eiern, um die Stadt mal komplett aufzudecken. Dann sehen wir auch, ob hier Läden sind. Hallo? Das sind Verwaltungsgebäude. Ja. Du weißt schon, warum wir hier sind. Na komm. Batterie. Ach. Checken wir das Verwaltungsgebäude oder? Oh ja, warum nicht? Ups, ich sollte vielleicht vorher mal reingucken. Und eine Batterie. Ich hab noch eine Batterie gekriegt. Aha, sehr schön. Auch eine grüne. Ach komm. Ein Motor. Der Motor ist in der Scheißqualität. Na, die Straße freiräumen. Komm. Shit. Okay. Ich habe noch ein Vorhängeschloss für ein Motorrad, wenn einer eins braucht.
Ja, okay. Ich glaube, meins war weggegangen, ne? Ich pack's hier in das blaue Auto. Kann man rausholen. Okay. Hier, ins blaue Auto. Ja. Gut. Wie sieht's aus mit dem Verwaltungsgebäude? Ja, ich bin drin. Okay. Oh ja, das ist ja ein ganz, gutes. Ja. Mist. So, ist hier denn schon die wichtigen Sachen geholt worden? Was? Ich guck beim Verwaltungsgebäude, ob der wichtige Schiff geholt worden ist. Mich irritiert etwas, dass ich hier nicht höre, aber kann sehen. So, dann öffnen wir mal die große Munitionskiste. Ein AK-Receiver, den können wir gebrauchen. Oh ja. Ah, ich nähere mich auch langsam meinen 200 Wellen, das ist sehr schön. Okay. Also 155 habe ich. Ist jetzt noch nicht so die Mega-Welt, aber immerhin. So, ich bin am Safe im obersten Stock im Verwaltungsgebäude. Klar. Bist du am unteren Safe? Den habe ich auch, ja, weil er sehr drin. Okay. Ich check doch gerade die Leichen in den Zellen. Ja. Lohnt es sich, die Leichen anzufassen? Die habe ich meistens liegen lassen. Die eine hat sich nicht gelohnt. Ich hoffe drauf, dass vielleicht einer noch Munition oder sowas hat. Mhm. Aber ich habe eine grüne Knarre im Klo gefunden. Geil, das ist so geil. Ich muss sagen, die Klos sind gut bewaffnet in dem Spiel. Ja. Ah, schön. Ja, das genau. Ist ja auch wichtig. Da war eine Tatmunition dabei. Und noch eine blaue Knarre im anderen Klo. Nee, oder? Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Dankeschön. Oh.
Eieiei. Hunde! Draußen! Shit! Bin tot. Shit, 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 shit. Verreckt doch, Fido. Noch mehr Hunde. Ja, ich hab nicht gesagt, ein Hund. Hunde. Da kommen noch mehr, noch wesentlich mehr. Noch einer. Mann, riesen Hundehorde. Wow. Alter Schwede. Übel. Ja, ich find's nicht ganz so wow. Ja. Man kann die Hunde nicht mehr looten? Seit wann das denn? Musst du ausnehmen mit dem Messer. Okay. Eigentlich brauchen wir das Fell nicht. Kein Hund mehr zu sehen. Bisher. Kannst du mal sehen, du, die dunklen Vorboten. Ruckzuck, batsch, bang, sind sie da. Na, Freundin, die hörst du nicht kommen, ne? Ja, sind sehr leise geworden. Also, Knarre immer bereithalten. Das Problem ist, das geht dann so schnell, wenn du nicht gerade das Glück hast und guckst in die Richtung, aus der sie kommen, bist du eigentlich schon mittendrin gestunt und tot. Ja, schön. Das ist natürlich auch eine Mordsstrecke, ne? Ja. So, ich guck mir die Stadt noch mal weiter an, um sie aufzudecken. Okay.
Palain? Jo. Ich bin knackevoll, ich fahr zurück. Ja, ich bin jetzt auch schon am Sortieren stehen. Aber ich wollte erst noch warten, bis Gussmann seinen Rucksack hat. Okay. Höhlensystem. Ich bin voll drüber gehackt mit dem Moped. Zum Glück nicht reingestürzt. Oh Mann. Riesen Höhlensystem. Vielleicht ist hier drin Öl. Ich markiere das mal für euch. Ich mach mal da einen Save Point hin. Okay. Gebe ich euch. So, bin wieder zu. Alles klar, danke. Nein, komm, ich guck rein. Ich will sehen. Oh, ist das tief. Alter, ist das tief. Gibt's hier auch einen normalen Weg rein? Dass ich dann wieder Hunden begegne, aber den kann ich nicht wegrennen. Hast du eine Schrotflinte dabei? Nein. Och, geht es hier runter. Glück haben wir die gefunden. Wohl. Also das, das Padlock scheint dafür da zu sein, dass man das Ding abschließen kann. Ja. Das Moped. Kein anderer dran kann.
Also ich nehme noch ein bisschen Potassium mit. Ist das eine Leiche? Sehr schön. Ein bisschen Munition dabei gehabt. Oh, haben die Krempel dabei? Stahlpfeile. Wer hat den dabei? Eine Leiche. Duct Tape habe ich nicht, das bringt mir nichts. Tut mir leid, Marc, das. Nee, kein Problem. Ich suche in der Zeit noch hier Vogelnester. Oh, da geht's auch runter. Richtig, richtig böse. Oh. Hervorragend. Waren zu euch jetzt noch weitere Hunde gekommen? Naja, wie viel haben wir denn erwischt von den Hunden? Na, Dutzend war es vielleicht schon, ne? Ja. Danach war Ende, also es war schon eine große Horde. Nicht auf mich schießen. Nee, nee. Das habe ich schon gemerkt, dass das ein Hund ist. Ja. Kann ich auch wieder umtauschen? Ich würde gern Öl sehen. Wofür brauchen wir Öl? Treibstoff? Das ist Sand. Warte mal, ich will erst mal gucken. Ist denn mein Minibike so kaputt? Ich glaube, Richtung Südosten. Hm.
schon. Habe ich denn überhaupt noch Platz? Nee, lass doch die ganze Zeit fallen, oder? Ja, da liegt's. Okay, es hat keinen Sinn, ich muss wieder hoch. Jetzt wirft sich natürlich direkt die Frage auf, wie komme ich hier überhaupt wieder hoch? Ich glaube, ich höre euch. Vorsicht! Ja, ich bin links von euch. Da seht ihr ein Haus. Wenn nicht näher kommen, okay. Sonst stürzt du da runter. Kannst ja mal rantasten und dann siehst du die Höhlen. Wow, okay. Ich sag's ja. Ich überlege auch gerade, wie ich wieder hochkomme. Oh. Da oben, das muss weg. So. Okay. Achtung, dass man da immer Löcher im Boden. Ja, ich sehe es. Ja, sag mal, nee, geht schon. Alles gut. Okay. Ah, das ist ja witzig. Was denn? Heißt witzig ist es nicht, wirklich. Also. Na gut. So, hier bin ich. Da liegen noch Leichen. Das ist ja hinterhältig. Ja. Und das ist nicht das erste Mal. Was? Naja, dass ich auf so eine Konstellation gestoßen bin. Mal, ob ich das. Gerade so. Bist du reingefallen oder was? Nee, nee. Gerade so wieder rausgekommen. Mhm. Marco, hast du deins? Da hinten am Kaktus, hinter dir. Meins steht am Haus. So, ich bin draußen. Hurra! Ja, dann können wir ja auch zurückfahren. Ja. Ja. Ich höre euch, ich sehe euch aber nicht. Müssen wir nicht nach Südosten? Wir müssen nach Südosten. Das war wegen der. Hier ist ein Trampelpfad. Ah, der führt zu dem Haus. Hier sind wieder Zombies unterwegs. Hier ist eine Wasserstelle.
Da vorne kommt Wald. Oha. Mist. Klar. Dann muss er weg. Voll dagegen wieder. Ah, hier wird's langsam voll. Was soll? Was wird's? Langsam voll. Voll was? Zombies. Daheim oder was? Nö, also nicht weit von zu Hause. Okay. Yes. Yes! Das wird meine Abonnenten freuen. Was? Ich habe einen geilen Fund gemacht. Jetzt was werfe ich weg, was werfe ich weg, was werfe ich weg? Ein Bär oder was? Nee, ich habe ein Nachtsichtgerät gefunden. Cool. Mehr als das. Warte mal, wie war denn das? Wie aktiviere ich das? Auch mit F, glaube ich. Jetzt habe ich's. Ja, es ist noch zu hell dafür. Wie geil ist das denn? Ein echtes Nachtsichtgerät, sehr cool. Damit nice. Kann ich im Dunkeln sehen. Sehr schick. Baumstumpf, sag ich da nur. War in dem Baumstumpf drin. Der Baumstumpf hat echt ein geiles Shit, oder? Ja. Oftmals sind sie leer, aber ich durchsuche wirklich jeden und die ich durchsucht habe, hacke ich in zwei, damit ich nicht nochmal sozusagen aus Versehen. Ja. Sehr geil. Ich habe angefangen, eine AK zusammenzubauen. Mhm, nice. Ich habe nochmal 1000 Potassium mitgebracht. Ich habe nochmal welche mitgeholt, ja. Sehr cool. Immer gebaut. Absolut. Läuft gut im Moment. Feuerholz habe ich gemacht, also die Loks, die großen, 50 Stück. Ah, schön.
So, gleich der Rest vom Motorrad holen. Na toll. Ach, haben wieder reingerannt. So, ich bringe die Batterien und den Motor rein. Zieh mal die Frames ein. Yay! Ne, hier gehören sie rein. Batterien und einen schäbigen Motor. So, noch ein Beaker. Das ist der dritte. Zwei Knochen. Da fehlt der 44er Grip. Hunting Rifle. Ich habe, wer es noch braucht, ein besseres Körbchen fürs Moped und nochmal schönere Reifen. Ja, sehr gut gebraucht. Was hast du für ein Körbchen? Ich habe ein orangenes. Perfektes. Marc, was hast du für eins? Oh, Moment, ich muss gucken. Ich muss meins vor allen Dingen reparieren, das war ganz schön aus der Form. Ach, Gerlena. Ich habe grünes. Höher als grün, oder? Ne, grün ist höher. Nein. Ja. Achso, orange, ja. Ja, ich habe ja ein perfektes reingelegt. Wo rein? In die Kiste. Ja. Ich find's auch nicht. Was denn? Ach da. So. Das war's mal wieder gewesen. Ihr Lieben, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Und ich verabschiede mich und überlasse das Wort den beiden anderen. Palin, bitte. Ciao, macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Guss Ben. Jo, bis demnächst in diesem Theater. Tschüss.